Es war Abendmahl, das Fest der süßen Brot, das da Ostern heißet. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn töteten und furchten sich vor ihm folgen. Es war aber der Satanas gefahren in den Judas, genannt Iskariot, der war aus der Zahl der Zwölfe. Und er ging hin und redet mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten, wie er ihn wollte, ihnen überantworten. Sandte Petrum und Johannem und sprach: Geht hin, bereitet uns das Osterlamm, auf dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm: Sprach zu ihnen: Siehe,
Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folget ihm nach in das Haus, da er hineingeht, und saget zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, darinnen ich das Osterlamm essen möge mit meinen Jüngern. Erfüllt werde im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmet denselben und teilet ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde nicht trinken von dem Gewächse des Weinstocks, bis das Reich Gottes komme. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Was?
Und ich weine um dich.
Verräters ist mit mir über Tische, und zwar des Menschen Sohn geht hin, wie es beschlossen ist. Doch wehe demselbigen Menschen, durch welchen er verraten wird. Und sie fingen an zu fragen unter sich selbst, welcher es doch wäre unter ihnen, der das tun würde. Auch ein Zank unter ihnen, welcher unter ihnen solle für den Größten gehalten werden. Er aber sprach zu ihnen: Die weltlichen Könige herrschen, und die Gewaltigen heißet man gnädige Herren. Nicht als so, sondern der Größeste unter euch soll sein wie der Jüngste und der Fürnehmste wie ein Diener. Denn welcher ist der Größeste, der zu Tische sitzet oder der da dienet? Ist nicht also, dass der zu Tische sitzet. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr beharret habet bei mir in meinen Anfechtungen. Thank you.
euch bescheiden, wie mir's mein Vater beschieden hat, dass ihr essen und trinken sollt über meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Stühlen und richten die 12 Geschlechter Israel. Satanas hat euer begehret, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermal einst dich bekehrest, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petre, ich sage dir, ihr Arm wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, so oft ich euch gesandt habe, ohne Beutel, ohne Tasche und ohne Schuh, habet ihr auch je Mangel gehabt. Sie sprachen, es muss noch das auch vollendet werden an mir, das geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet, denn was von mir geschrieben steht, das hat ein Ende. Sie sprachen aber, thank you.
von ihnen bei einem Steinwurf und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du zum Himmel diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es kam, dass mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Judas ging vor ihnen her und nahete sich zu Jesu, ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätest du des Menschen so mit deinem Kuss? Thank you.
werden wollte, sprachen sie zu ihm. Sie griffen ihn aber und führten ihn und brachten ihn in des Hohenpriesters Haus. Petrus aber folgte von ferne. Sie ein Feuer an mitten im Palast und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich unter sie. Da sah ihn eine Magd sitzen bei dem Lichte und sah eben auf ihn und sprach zu ihm. Diese war auch mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach, Weib, ich kenne sein Licht, und über eine kleine Weile sah ihn eine andere und sprach, Du bist doch der Meiner. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Über eine Weile, bei einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, Wahrlich, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, da er noch redete, krähte der Hahn, und der Herr wandte sich und sah Petrum an. Kein Mensch
gedacht er an des Herrn Wort, als er zu ihm gesagt hatte, ehe denn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinete bitterlich. Thank you.
geschlagen, geschlagen, die felsenlose Stange, geschlagen, und tief aus ihm ein starker Fluss. Verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten ihn und schlugen ihn ins Angesicht und fragten ihn und sprachen. Thank you.
Lästerungen sagten sie wieder ihm. Und als es Tag ward, sammelten sich die Ältesten des Volks, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn hinauf vor ihren Rat und sprachen: Antwortet ihr nicht und lasset mich doch nicht los. Darum, von nun an wird des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft Gottes. Sie sprachen aber: Bist du denn Gottes Sohn? Stund auf und führten ihn vor Pilato und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen: Thank you.
aber hielten an und sprachen. Galiläa hörte, fragte er, ob er aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er unter Herodes Obrigkeit gehörte, übersandte ihn zu Herodes, welcher auch an demselbigen Tage zu Jerusalem war. Aber Herodes Jesum sah, war er sehr froh, denn er hätte ihn längst gerne gesehen und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen und fragte ihn mancherlei. Und er antwortete ihm nichts. Verstummt vor seinem Schild. Und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld. Bei Rach und Bosheit schweiget, gelassen ist und Großmut zeiget, verwandelt sich oft Wut in Wut, verwandelt sich oft Wut, sich oft Wut in Wut, sich oft Wut in Wut. Thank you.
verstummt vor seinem Schimmer. Und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld. Das Land verstummt vor seinen Schilden und leidet alles, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Schriftgelehrten Stunden und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinem Hofgesinde verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Kleid an und sandte ihn wieder zu Pilato. Auf den Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde miteinander, denn zuvor waren sie einander feind. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Obersten und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als der das Volk abwende. Ich habe ihn vor euch verhöret und finde an dem Menschen der Sachen keine, der ihr ihn beschuldiget. Herodes auch nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt. Und siehe, man hat nichts auf ihn gebracht, das des Todes wert sei. Züchtigen und loslassen. Thank you.
denn er musste ihnen einen nach Gewohnheit des Festes losgeben. Da schrie der ganze Haufe und sprach: eines Aufruhrs so in der Stadt geschah und um eines Mords willen ins Gefängnis geworfen. Da rief Pilatus abermals zu ihnen und wollte Jesum loslassen. Sie riefen aber und sprachen: Was hat denn übels getan? Ich finde keine Ursache des Todes an ihm. Darum will ich ihn züchtigen und loslassen. Aber sie lagen ihn an mit starkem Geschrei und forderten, dass er gekreuziget würde. Und ihr und der Hohenpriestergeschrei nahm überhand. Pilatus aber urteilte, dass ihre Bitte geschehe, und ließ den los, der um Aufruhrs und Mords willen war ins Gefängnis geworfen, um welchen sie baten. Aber Jesum übergab er ihren Willen. Vom Felde und legten das Kreuz auf ihn, dass es Jesu nachtrüge. Es folgte ihm aber ein großer Haufe Volks und Weiber, die klagten und beweinten.
aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihre Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in welcher man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht gesäuget haben. Anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallet über uns, und zu den Hügeln: Decket uns, denn so man das tut am grünen Holz, was will am dürren werden. Es wurden aber auch hingeführt zween andere Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißet Schädelstätt, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Kleider und wurfen das Los drum, und das Volk stund und sah zu. Und die Obersten samt ihnen spotteten sein und sprachen: Zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen: Thank you.
geschrieben die Überschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dies ist der Jüden, dies ist der Jüden, der Jüdenkönig. Das Kreuz des Königs trug, darf man dich mit setzen. Dein Haupt mit dem Kronen ist im Tod vergessen. Ihn und sprach: Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Und so fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Und zwar, wir sind billig drinnen, denn wir empfahen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt. Und sprach zu Jesu: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der Vorhang des Tempels zerriss mitten entzwei.
erschüttert. Selbst der Bau der Welt erschüttert. Überfläche Menschenwut. Überfläche Menschenwut. Selbst der Bau der Welt erschüttert. Selbst der Bau der Welt erschüttert. Überfläche Menschenwut. Und Jesus rief.
Hauptmann sah, was da geschah, preisete er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah und sah, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um. Von ferne und die Weiber, die ihm aus Galiläa waren, nachgefolgt und sahen das alles. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann, der hatte nicht gewilliget in ihren Rat und Handel. Er war von Arimathea, der Stadt der Jüden, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der ging zu Pilato und bat um den Leib Jesu. Thank you.
bitte